denke auch, es wird auch ein stattlicher Betrag in die Lareo-Stiftung gehen. Also das ist ja der Sinn und Zweck, warum wir heute sind. Und nicht, dass wir uns an einem hellen, schönen Freitag den Tag vertreiben oder die Zeit vertreiben, sondern dass ja auch etwas dabei herauskommt. Wir spielen hier für den guten Zweck und ich freue mich, ich war hier noch nie, bin ganz gespannt. Ich habe gehört, ein schwieriger Platz und ja, Sonne, alles bestens. Ich freue mich sehr drauf, weil ich dieses Jahr noch nicht gespielt habe. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich endlich mal auf die Kugel draufhauen darf. Die Laureus Foundation, auch Mercedes, das Ganze natürlich zusammen mit Franz Beckenbauer, das ist schon immer wieder was Außergewöhnliches. Man merkt es auch in der ganzen Organisation, wie das Turnier hier dasteht. Das macht einfach Spaß, da mitzuspielen und deswegen habe ich mir das auch nicht lange überlegt. Es läuft sehr gut. Gut, vom Ergebnis her noch nicht optimal, aber sag mal, wie es Anni schon sagte, schönes Wetter, guter Flight, gutes Essen, perfekt. Wir kriegen das gut gewuppt und ja, wir werden nicht Letzter. Und wir geben auch nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Never. Ja! Am Ende aber mit Herrn Müller und Oliver Kahn und Franz Beckenbauer, das Spiel ist natürlich immer was Besonderes. Und ja, hat tierisch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Abendveranstaltung genauso schön wird wie jetzt auf dem Platz gerade. Ich denke, es war ein wunderschöner Tag und Sie wissen ja, meine Devise ist, wenn man an einem helllichten Arbeitstag, nämlich am Freitag, Golf spielen kann, ich glaube, dann hat man nicht sehr viel verkehrt gemacht im Leben. Vom Wetter angefangen, einem wunderschönen Platz, der herrlich hergerichtet war, überhaupt das Glück an einem der schönsten Tage im Jahr, auf einem so herrlichen Golfplatz wie dem Südplatz in Zedin Golf spielen zu dürfen. Und ich konnte ja an den Ausrufen, die über den Platz gehalten sind, genau erkennen. Es muss viele Flights gegeben haben, die gutes Golf gespielt haben. Das bedeutet, heute Abend erwartet uns eine Siegerehrung. Denn natürlich müssen die Besten der Besten gekürt werden.